Hallo Leute, Winterzeit, Heizungszeit. Heute zeige ich euch, wie man das Thermostatventil hier auf Gängigkeit überprüft. Wenn das nämlich hageln sollte, das ist ein ordentlicher Kostenfaktor und das Raumklima leidet ja auch. Ja, das heißt also, wenn ihr hier ständig nachregeln müsst, dann empfehle ich euch mal, den Regler auf 5 zu drehen, am besten vorher zeitlang auf 0, damit sich das alles abkühlt. Und ich empfehle euch hier mit einer Zange, mit einer zweiten oder einem Gabelschlüssel gegenzuhalten. Ja, auf jeden Fall. Und da übernehme ich natürlich keine Garantie. Ja, da seid ihr selbst in der Verantwortung. Wenn es mal anfängt, sich hier zu bewegen, ja, dann ist Gefahr in Verzug. Ja, hier. Also, ich will es nur gesagt haben. Ja, kommt mir nachher keiner. Aber gut, hier haben wir jetzt Glück gehabt. So, ihr seht, das drehen wir jetzt ab, hier komplett. Das wird ganz schön heiß. So, und dann haben wir hier das kleine Thermostatventil vor uns. Kleiner Hinweis, es gibt heute auch sehr moderne Thermostaten hier. Ja. Die verlinke ich auch mal in meinem Kommentarfeld zum Teil mit Digitalanzeige, sonst was, IoT. Ja, aber darum geht es jetzt im Moment nicht. Es geht um dieses kleine Ventil. Das ist letztes Jahr gemacht worden. Insofern gehen wir hier davon aus, dass alles funktioniert. Und jetzt drücken wir hier mal drauf und so macht ihr das auch. Seht ihr, es geht rein. Und es kommt gleich wieder raus. Ja, wenn man ganz nah dran geht, ich versuche das mal, ja, dann sieht man trotzdem, ups, hier den Arbeitsbereich. Ihr seht diese beiden Marken hier. So, ich mache es nochmal. Und ich zeige euch jetzt auch mal einen Anhaltspunkt. Wobei, wenn es zum Beispiel, wenn ihr drückt, und es kommt nicht, es geht nicht rein, dann ist die Sache schon klar. Ja, aber trotzdem einfach mal. Oder wenn ihr drückt und es bleibt dann drin, ja, das ist die gleiche Sache. Aber ich zeige es euch mal. Ein 20 Euro Cent Stück, zwei 20 Euro Cent Stücke. Jetzt habt ihr einen Größenvergleich. Sollte das Teil sich nicht mehr bewegen, ja, oder sehr schwergängig, hier nochmal, dass ihr es nochmal seht, zack, es kommt sofort wieder entgegen, dann ist es Zeit, dieses Ventil auszuwechseln. Das habe ich in meinem Video auch gezeigt. Und nochmal mein Hinweis, mein wirklich ernstzunehmender Hinweis, so, ich ziehe das nachher voll an. Haltet hier gegen, ja, damit eure Kraft nicht auf die Verrohrung hier kommt. Ja, wenn die abbricht, dann haben wir ja, Überschwemmung. Ja, das muss nicht sein. So, und warum machen wir das Ganze? Ja, wenn hier die ganze Regelung ständig hin und hängt, ja, dann und ihr händisch nachregulieren müsst und so weiter und so fort, ja. Dann geht das natürlich auf die Energiekosten, ja. So. Und im nächsten Video machen wir noch was anderes. Da werden wir noch den Heizkörper entstauben, so gut es geht, ja. Denn da ist natürlich auch ein schlechter Wärmeübergang und es wird viel Staub in die Luft geblasen. Schreibt mir in euer Kommentarfeld, ja, ins Kommentarfeld, ob euch das Video gefallen hat. Und ciao, ciao.